Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Du, das ist halt so. Für größere Sachen muss man regelmäßig was zurücklegen. Brot. Du magst doch Quark, Siehst du? Diese Woche wieder 10 Euro gespart. Jetzt sind's nur noch 40 Schulbrote bis zu deinem neuen Fahrrad. Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Wird Deutschland Fußballweltmeister? Sagen Sie es uns unter 0137 899 1299 und gewinnen Sie wertvolle Preise, zum Beispiel von der Klangapotheke, direkt am Altstadtmarkt in Hoyerswerda, dem Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik. Primacom-Shop im Treff 8 Center, Ihr Primacom-Ansprechpartner in Hoyerswerda. Einrichtungsparadies, Spitzen, Küchen und vieles mehr in Brüten direkt an der B97. Reisebüro am Markt in der Altstadt von Hoyerswerda. Jetzt noch zu guten Preisen verreisen. Autohaus Schiffelbein, Ihr Toyota- und Skoda-Vertragshändler in Hoyerswerda und Senftenberg. Machen Sie mit beim Elsterwelle Fußball-WM-Gewinnspiel. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk kann deutlich abweichen. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Mittwoch, dem 2. Juli. Der Sommer ist zurück. Am Wochenende wird es in ganz Sachsen wieder richtig heiß. Doch wie lange hält das schöne Wetter an und bleibt es auch trocken? Tim Schädlich hat sich für uns beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig eingeschmuggelt, um diese Fragen zu klären. Ja, liebe Franziska, pflichtbewusst bin ich hier sozusagen in die Kommandozentrale des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig-Holzhausen eingedrungen. Und was sofort auffällt, immer wenn man hierher kommt, egal welches Wetter vorherrscht, auf dem, ich sag mal, Luftmassenbild, es sieht immer irgendwie bedrohlich aus. Ob das wirklich so ist, das klären wir jetzt mit dem Meteorologen vom Dienst, Thomas Hein. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Aber das sieht schlimmer aus, als es ist. Auf diesem Bild, was Sie hinter uns sehen, handelt es sich um halt ein Bild, Satellitenbild und Radarbild für ganz Europa. Und irgendwo ist immer etwas los in Europa, gerade in dieser Jahreszeit im Sommer. Und aktuell sehen Sie viele bunte Kleckse, insbesondere über dem Alpenraum. Dort regnet es recht kräftig. Ein paar funkelnde Kleckse über Skandinavien. Das sind ein paar Gewitter. Aber bei uns momentan sieht es sehr schön aus und es bleibt auch schön. Das wäre natürlich jetzt unsere nächste Frage gewesen. Es soll richtig heiß werden am Wochenende. Bleibt es lang so? Ja, es wird wieder mal etwas wärmer. Also nach den letzten 14 Tagen, wo man doch eher schon überlegt hat, ob man den Pelzmantel und die Handschuhe herausholt, wird es doch jetzt wieder etwas wärmer. Morgen und am Freitag, die Temperaturen werden immer mehr steigen. Am Freitag bis auf 30 Grad geht es hoch. Und am Wochenende auch sehr, sehr warm. Aber die Luftmassen, die zu uns kommen, kommen aus Süden. Und damit kommt etwas feuchtere Luft herein. Und feuchte Luft heißt, dann geht das wieder los mit Schauern, mit Gewitter. Und dann knallt es wieder am Nachmittag insbesondere. Und eng begrenzt kann dann auch mal etwas kräftig Regen dabei sein, ja. Das heißt, Samstag, Sonntag fällt ins Wasser und die nächste Woche auch? Nein, so schlimm ist das nicht. Also es wird endlich wieder sommerlich warm, aber mit einzelnen Schauern und Gewittern muss man einfach rechnen. Und Anfang der kommenden Woche, naja, das ist so ein Kampf zwischen den Luftmassen. Die kalte Luft aus dem Norden, die will nach Süden, die warme Luft aus dem Süden will nach Norden. Ja, und wo streiten sie sich? Sie streiten sich über uns. Es wird eine ganze Menge Regen geben, es wird eine ganze Menge Schauer und Gewitter wieder geben. Und so wie es jetzt aussieht, Ende der kommenden Woche siegt dann wieder die Kaltluft und es wird deutlich kühler. Okay, dann habe ich aber noch eine ganz spezielle Frage. Freitag 18 Uhr. Wie sieht es in Sachsen aus zum Public Viewing, wenn Deutschland gegen Frankreich spielt? Also es wird endlich wärmer, hatte ich ja bereits gesagt. Temperaturen tagsüber am Freitag bei fast 30 Grad, vielleicht 31 Grad in den Städten und in den Abendstunden. Da dürfte nichts passieren. Momentan sieht es danach aus, dass es trocken ist. Natürlich dann nicht mehr 30 Grad, aber durchaus 27 bis 28 Grad. Und man muss nicht mehr Glühwein trinken, sondern man kann dann ein kühles Bier dazu trinken. Also wunderbares Wetter zum Public Viewing. Ihr Tipp kurz noch, Frankreich, Deutschland? Also ich bin Optimist und sage 2:0 für Deutschland. Na wunderbar, das hoffen wir auch. Und bestes Wetter haben wir zum Public Viewing, können wir uns eigentlich nicht weiter was wünschen. Die nächsten Wochen, naja, die sind noch ein bisschen wechselhaft, aber der Sommer hat auch noch ein bisschen Zeit. Und damit zurück zu dir, Franziska.
Dankeschön, Tim. Wie es in der Region in den nächsten Tagen genau aussieht, erfahren Sie später noch hier in der Drehscheibe. Gleich geht's erstmal weiter mit den Meldungen des Tages. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Haben unsere Jungs das Zeug zum Fußball-Weltmeister? Was meinen Sie? Rufen Sie an unter 0137 899 1299. Sie können dabei wertvolle Preise gewinnen. Vom Autohaus Illich, Ihr besser Service für Volkswagen und Skoda. Jetzt 7-mal in Sachsen. Der Wittichenauer Spezialitätenbrauerei. Unsere Heimat, unser Bier. Na dann, Prost! Fröhlich, Haus der Geschenke, mit Tischkultur für Ihre Sinne. Ihr Porzellan- und Geschenkehaus Fröhlich in Wittichenau am Markt. Motorradhaus Darkfighter, Ihre Kümku und Hüsung Zweirad-Meisterwerkstatt. In der Kotzerstraße 2, Hoyerswerda Altstadt. Und Expert in Hoyerswerda und Senftenberg. Expert, preiswert und kompetent. Machen Sie mit beim Elsterwelle Fußball-WM-Gewinnspiel. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk kann deutlich abweichen. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Die Opposition im Sächsischen Landtag hegt weiter Zweifel an den Ermittlungen in der Sachsensumpf-Affäre. Linke, SPD und Grüne haben heute ihr Minderheitenvotum im Untersuchungsausschuss vorgestellt. Als eigentlichen Skandal bezeichneten sie den Umgang mit den Vorwürfen über kriminelle Netzwerke in Politik und Justiz. Bis heute hätte sich kein unabhängiges Gericht abschließend damit beschäftigt, so Karl Nolle von der SPD. Mehr Aktuelles vom Tage haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Im Hoyerswerda Bürgeramt fand am Mittwoch ein Tag der offenen Tür statt. Neben der traditionellen Versteigerung konnten die Besucher im Anschluss auch einmal hinter die Kulissen der Behörde schauen. Gezeigt wurden unter anderem der Weg vom Knöllchen zum Bußgeldbescheid, eine Auswahl an historischen Personaldokumenten sowie aktuelle Blitztechnik der Stadt. Das Programmheft der Hoyerswerda Volkshochschule für das Herbstsemester ist da. Im Angebot sind wieder Sprech-, Computer- und Gesundheitskurse, aber auch Weiterbildungslehrgänge zu den Themen Gesellschaft, Kultur, Berufe. Die 80-seitige Broschüre gibt es kostenlos im Servicecenter des Eingangsbereichs in der Lausitzhalle. Das Cinemotion Hoyerswerda belohnt in diesem Jahr alle Schüler mit 3 Bestnoten auf dem Zeugnis mit einer Gratistüte Popcorn. Wer innerhalb der Sommerferien sein aktuelles Zeugnis mit ins Kino bringt, hat die Chance auf eine Tüte Popcorn gratis. Die Voraussetzung dafür sind mindestens 3 Einsen. Und so funktioniert es. Einfach beim Kauf der Kinokarte das Zeugnis vorlegen, seine Bestnoten präsentieren und den Film mit einer geschenkten Tüte Popcorn genießen. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion in Hoyerswerda fand am Dienstagabend ein DFB-Sichtungsturnier für den Nachwuchs statt. 19 Kinder aus der Region zeigten ihr Können an 3 Stationen. Hierzu zählten unter anderem das Torschusstraining sowie das Spiel 2 gegen 2 auf dem Kleinfeld. Zwischen den Trainingseinheiten gab es Anweisungen vom Betreuerteam um Thomas Birus und Trinkpausen für die Steppkes. Das nächste DFB-Sichtungsturnier gibt es im kommenden Jahr in Hoyerswerda. Am Montagmorgen wollte ein 55-Jähriger mit seinem Peugeot in Turno von der Schillerstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kia auf der Goethestraße. Beim Zusammenstoß wurde auch ein Stromkasten in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei gibt einen Gesamtschaden mit 12.000 Euro an. Verletzte gab es nicht. Gleich geht es bei uns weiter mit den Wetteraussichten für die kommenden Tage. Außerdem haben wir dann die Veranstaltungstipps im Programm. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren.
Auch in diesem Jahr gibt es in Hoyerswerda wieder den Hosentaschen-Ferienkatalog. Er wurde von Maria Wauer, die gerade ihr Praktikum in der Stadtverwaltung absolviert, gemacht. Was mir persönlich aufgefallen ist, sehr dick ist er in diesem Jahr. Genau, und das liegt daran, dass wir nicht nur die typischen Ferienangebote mit reingenommen haben, sondern mal in der ganzen Lausitz Ausschau gehalten haben, was denn so los ist, wo die Familien Ausflugsziele haben, wo sie hin können. Das haben wir alles mal mit reingenommen. Du hast es gerade schon angesprochen, Ferienkalender stellt man sich immer vor, Montag bis Freitag, so die klassischen Ferienspiele. Ihr habt viel für die Familie. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Ja, wir haben zum Beispiel vom Senftenberger See das Amphitheater bis zum Bärwalder See. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Kleine weitere Ausflugsziele, wie zum Beispiel Teichland, das ist so ein kleiner Freizeitpark hinter Cottbus. Also wir sind halt auch schon ein bisschen weiter weggegangen, was man alles noch erreichen kann. Gibt es denn so ein paar Veranstaltungen, wo du sagst, die würdest du besonders empfehlen? Was mir besonders gefällt, ist einmal im Lausitzbad. Die haben jetzt eine neue Rutsche. Da gibt es eine kleine Eröffnungsfeier. Oder zum Beispiel in der Krabbertmühle. Die machen einen Open-Air-Kino abends. Das ist eigentlich was Angenehmes. Nun gibt es ja nicht nur die Ferientipps, so den einen oder anderen Rat habt ihr auch so dabei. Genau, wir haben einmal das Supersommer-Ferienticket von den Verkehrsverbunden hier in der Oberlausitz. Da kommen die Schüler überall mit umher, da haben wir einen kleinen Hinweis mit reingeschrieben. Und halt zu den jeweiligen Tagen die typischen Hinweise wie Taschengeld, ob man da was Kleines braucht oder irgendwelche anderen Verpflegungen mitbringen muss. Am 14. Juli, also eine Woche vor Ferienbeginn, kommt der Hosentaschen-Ferienkatalog raus. Wo kriegt man den irgendwie überall? Wie immer in den ganzen Schulen, im Bürgeramt, in der Touristinformation. Da findet man den, wenn man da gucken geht und nachfragen geht. Und wenn man den dann vielleicht doch nicht mehr ergattern kann, kann man den auch im Internet finden. Im Internet, gutes Stichwort, www.hoyerswerda.de. Und in dem Sinne können wir den Kids jetzt eigentlich nur noch schöne Ferien wünschen. Im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem die Komödie Tammy voll abgefahren und das Drama Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Außerdem laufen in jeweils zwei Vorstellungen in der Reihe Kino für Kenner die Filme Miss 60, Words and Pictures und Paris um jeden Preis. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können interessierte Mädchen und Jungen am Donnerstag im Farngarten bei der Arbeit mithelfen. Möglich ist dies von 14 bis 18 Uhr. Das Wetter präsentiert von den VBH. Trinkwasser ausgezeichneter Qualität. Zuverlässig von Ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Wir machen das. Nachts ist es gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 8 Grad. Am Donnerstag gibt es viel Sonnenschein, daneben aber auch ein paar Quellwolken. Es bleibt durchweg trocken. Mitunter ist es sommerlich warm bei 23 bis örtlich 26 Grad. Das Wetter präsentiert von den VBH. Trinkwasser ausgezeichneter Qualität. Zuverlässig von Ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Wir machen das. Das war die Drehscheibe für Mittwoch. Unser Team wünscht Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.